Wenn Sie etwas gesagt haben wollen, wenden Sie sich an einen Mann. Wenn Sie etwas getan haben wollen, wenden Sie sich an eine Frau. Mit diesem Zitat von Margaret Thatcher begrüße ich Sie recht herzlich zu den Nachrichten von KulturMD im Stadtfernsehen aus Magdeburg. Kommunale Selbstverwaltung ermöglicht die aktive Gestaltung des unmittelbaren Wohnumfeldes und Lebensmittelpunkts. Mit dem kürzlich im Kabinett verabschiedeten Novellierungsgesetz werden mehrere Gesetze und eine Verordnung geändert, die die bürgerschaftlichen Mitwirkungsrechte am kommunalpolitischen Geschehen und die direkten Beteiligungsrechte auf kommunaler Ebene stärken. Das trifft insbesondere das Kommunalverfassungsgesetz, das Kommunalwahlgesetz und die Kommunalwahlordnung, das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, das Disziplinargesetz, das Eigenbetriebsgesetz sowie das Anstaltsgesetz. Damit werden Hürden für das Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid gesenkt und die Verfahren vereinfacht. Der Einwohnerantrag und die Einwohnerfragestunden sollen gestärkt werden, um die Mitwirkungsrechte der Bürger zu verbessern. Gleichzeitig sollen die Gemeinden mehr Gestaltungsfreiheit bei der Bildung von Ortschaftsräten erhalten. Damit können weiterhin in den Kommunen Ortschaftsräte gebildet und gewählt werden. Die Rechte der kommunalen Mandatsträger sollen im Interesse der Transparenz gegenüber der örtlichen Verwaltung gestärkt werden. Darüber hinaus wird das Briefwahlverfahren besser abgesichert. Den Auftakt der diesjährigen Frauenaktionstage macht am kommenden Dienstag die Zentralbibliothek im Breitenweg mit einer Lesung von Juliana Wedemeyer und Janko Lauenberger zum Thema Edo und Ungo, die wahre Geschichte. Einen Tag später liest die Magdeburger Schauspielerin Angelika Perdlewitz das Alter der Vernunft von Simone de Beauvoir im Literaturhaus. Einen Höhepunkt der Veranstaltungsreihe bildet am 8. März der Empfang der Landeshauptstadt Magdeburg zum Internationalen Frauentag im Opernhaus. Neben der Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper erwarten die Besucherinnen von 13 bis 16:30 Uhr musikalische Beiträge aus dem aktuellen Spielplan des Theaters sowie Grußworte von Intendantin Karin Stone und der Gleichstellungsbeauftragten Heike Politka. Im Anschluss ist Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ebenfalls am 8. März sind ab 17 Uhr auf dem Alten Markt unter dem Motto gegen Sexismus Infostände aufgebaut und Aktionen geplant, darunter auch ein Frauenmarsch entlang des breiten Wegs. Im Volksbad Buckau Frauenzentrum Courage eröffnet um 19 Uhr eine Ausstellung mit Grafiken und Illustrationen der syrischen Künstlerin Iman Chaban. Im Mittelpunkt stehen die Perspektiven von Geflüchteten und ihre Sichtweisen auf Migration und Europa. Bildungsminister Marco Tullner besuchte die dreisprachige internationale Grundschule in der Peter-Paul-Straße 34 in Magdeburg. Hintergrund ist die durch das Land gewährte Förderung zur Umsetzung eines IKT-Konzeptes. Ziel dieser Förderung ist der Aufbau einer homogenen Schul-IKT-Infrastruktur, die leicht administratierbar, sicher und dabei ressourcenschonend ist und die Pädagogen entlasten soll. In Zusammenarbeit mit der Fakultät Informatik der Otto von Guericke Universität Magdeburg wurde in der DIG ein Konzept entwickelt und umgesetzt, welches als Referenzmodell für die Schulen in Sachsen-Anhalt dienen kann. An der dreisprachigen internationalen Grundschule werden die Schülerinnen und Schüler ab dem zweiten Halbjahr des zweiten Schulbesuchsjahres nach dem schulinternen Lehrplan in das Lernen mit dem Notebook und digitalen Medien eingeführt und den Umgang damit von Lehrkräften der Otto von Guericke Universität Magdeburg eingewiesen. Auch die Lehrkräfte der dreisprachigen internationalen Grundschule erhalten regelmäßige didaktische und methodische Schulungen zum Umgang mit sinnvollen Anwendungen der PCs im Unterricht. Genussvoll essen und trinken und gesunde Ernährung sind kein Widerspruch, versichert Anja Danneberg von der Landesvereinigung für Gesundheit LVG. Anlässlich des diesjährigen Tages der gesunden Ernährung am 7. März. Mit genussvollem Essen können Eltern daheim sowie verantwortliche Kitas und Schulen auch die Gesundheit der Kinder fördern. Gesunde Ernährung sei keineswegs fade, langweilig und wenig schmackhaft, sondern beinhalte die gesamte Bandbreite der Lebensmittel, also eine abwechslungsreiche Mischkost. Nur auf die Menge und die Zusammenstellung kommt es an, so die Ernährungswissenschaftlerin. Wichtig für genussvolles Essen ist natürlich der Geschmack der Speisen. Frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Kräuter regen die Gaumenfreuden mehr als eine Konservensuppe oder Fertigpizza an. Doch viele Kinder wissen gar nicht, wie aromatisch eine selbst hergestellte Tomatensuppe mit frischem Basilikum oder frisches, nur kurz angedünstetes Gartengemüse schmecken.
Deshalb am besten zusammen mit den Kindern den besonderen und einzigartigen Geschmack ursprünglicher Lebensmittel entdecken, zum Beispiel beim gemeinsamen Kochen. Der Kontakt mit Lebensmitteln rege die Sinne an, fördere die Lust am gesunden Essen und Probieren vom Neuen. Statt Wurst und Schinken gesunde Alternativen wie Eiersalat, Kräuterfrischkäse, Zucchini oder Grünkernaufstrich oder auch Avocado-Creme aufs Brot und Zucker in der täglichen Kost reduzieren. Mit einem Abend über Erinnerungskultur und Medienmacht startet die diesjährige Vortragsreihe des Stadtarchivs. Am 6. März spricht die Historikerin und Archivarin Ulrike Hörold über Literatur und stadtgeschichtliche Identität Wilhelm Rabes, unseres Herrgotts Kanzlei. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Kaiserin Adelheid Foyer des Alten Rathauses. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Ganze Generationen zogen aus der Erzählung des Schriftstellers Wilhelm Rabe 1831 bis 1910 ihr Wissen um die Glanzzeiten der Elbestadt. Die Sprachfigur von der Druckerpresse Gottes prägte sich als Sinnbild für Magdeburgs Sonderrolle in der Reformation tief in das städtische Bewusstsein ein. Ulrike Hörold erläutert den historischen Ursprung des Schlagwortes unseres Herrgottskanzlei und zeigt, wie es erst durch Rabes Erzählung zu einem Identitätsmuster des Magdeburger Bürgertums werden konnte. Sie fragt aber auch, wie dieses Selbstbild in den Brüchen des 20. Jahrhunderts an der Bedeutung verlor und welche Rolle es in der Marketingsprache unserer Gegenwart wieder spielt. Der Vortrag bildet den Auftakt zu den diesjährigen Vorträgen zur Stadtgeschichte des Stadtarchivs. Die neuen Vortragsabende finden jeweils dienstags um 19 Uhr im Alten Rathaus statt. Der Schlaganfall ist keine altersbedingte Krankheit. Sie kann jeden treffen, inzwischen auch immer mehr junge Menschen und sogar Kinder. Laut einer aktuellen Datenerhebung der KKH, Kaufmännische Krankenkasse, waren im Jahr 2016 insgesamt 7.630 ihrer Versicherten akut von einem Schlaganfall betroffen. Über 800 mehr noch als im Jahr 2012. Davon allein über 1.000 in der Altersgruppe der bis 54-Jährigen. Selbst Kinder, Jugendliche und junge Menschen bis 34 Jahren blieben nicht verschont. 120 erlitten in dieser Gruppe in 2016 einen Schlaganfall. Schlaganfälle zählen ebenso wie Herzinfarkte zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Jedes Jahr leiden laut der Deutschen Schlaganfallhilfe knapp 270.000 Menschen bundesweit einen Schlaganfall. Etliche sterben daran. Zwar ist immer noch das Alter mit seinen klassischen Faktoren Diabetes, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen der Risikofaktor schlechthin, doch neuere Studien der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe gehen von jährlich 30.000 Betroffenen unter 55 Jahren aus, bei denen altersbedingte Ursachen keine Rolle spielen. Laut Studienlage soll bei 15-25% der jungen Menschen eine kleine Verletzung an der Gefäßinnenwand einer Halsarterie dafür verantwortlich sein. Es bildet sich ein Wandhämaton, das zu einer Engstelle führt, im schlimmsten Fall zu einem Gefäßverschluss. Die davon betroffenen Patienten sind oft erst Mitte 40 oder noch jünger. Die beste Medizin ist und bleibt aber immer noch Vorbeugung. Das heißt, Rauchen einstellen, gesund ernähren und regelmäßig bewegen. Der Abbau von Übergewicht und regelmäßige Arztbesuche, zum Beispiel im Rahmen des kostenfreien Check-ups, helfen, das Risiko für einen Schlaganfall zu senken. Ab dem 12. März führt das Jobcenter die elektronische Akte E-Akte ein. Ab diesem Datum wird die Eingangspost gescannt und im Nachgang elektronisch bearbeitet. Vorhandene Akten und Dokumente werden nicht digitalisiert. Auskünfte können schneller gegeben werden, weil die Akte sofort auf den Bildschirmen verfügbar ist. Weniger Lauf-, Such- und Transportwege führen zu schnellerer Bearbeitung. Die E-Akte ist zugleich der Grundbaustein für kundenfreundliche Online-Angebote in der Zukunft. Wichtig für alle, die Post an Jobcenter schicken, eingereichte Unterlagen werden nach der Digitalisierung noch 8 Wochen aufbewahrt und danach vernichtet. Es sei denn, Kunden teilen dem Jobcenter mit, dass sie ihre Unterlagen zurückbekommen möchten. Am besten also nur dann Originale ans Jobcenter senden, wenn diese ausdrücklich angefordert wurden. Bundesweit lagern zurzeit fast 5 Milliarden Blatt Papier, Stand August 2016, in Jobcentern und täglich würden ohne die Einführung der E-Akte rund 1,8 Millionen Blatt hinzukommen. Die E-Akte hilft dabei, diese Flut einzudämmen.
Die E-Akte wird von der Bundesagentur für Arbeit schon seit 2012 in den Agenturen für Arbeit und in den Familienkassen eingesetzt. Bis Jahresende 2015 wurde dieses Verfahren im Hinblick auf seine Praxistauglichkeit für den Bereich der Grundsicherung SGB II Hartz IV erfolgreich erprobt. Die E-Akte wird bis Mitte 2018 nach und nach in allen 303 Jobcentern eingeführt, die von der Bundesanstalt für Arbeit gemeinsam mit den Kommunen betrieben werden. Viele Einwohnerinnen und Einwohner von Randow-Calmberge werden diese Informationen wohl sehnsüchtig erwartet haben. Es funkt endlich. Obwohl der Funkturm schon im dritten Quartal 2017 fertiggestellt wurde, kam es aufgrund von technischen und personellen Engpässen bei den beauftragten Firmen zu Verzögerungen. Die Baugenehmigung für den Funkmast zwischen Randow und Calmberge wurde bereits im Februar 2017 erteilt. Mit der Inbetriebnahme ist ein wichtiger Schritt für eine optimale Funkversorgung in den östlichen Ortsteilen getan. Die Dienste LTE und GSM sind ab sofort verfügbar. Der Funkturm verbessere in erheblichem Maße die ostelbische Mobilfunkversorgung der Anwohner. Auch die Kommunikation im Hochwasserfall kann entscheidend stabilisiert werden. Am Sonntag hat die Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Um 10.30 Uhr und um 14 Uhr finden öffentliche Führungen unter anderem durch den Zellentrakt der früheren MFS Untersuchungshaftanstalt Magdeburg-Neustadt statt. Die Führungen beginnen im Innenhof der Gedenkstätte. Teile des Rundgangs sind nach dem Abschluss der Bauarbeiten auch wieder die Freigangszellen sowie im Erdgeschoss des Zellentraktes die begünstigten Zelle und die Haftküche. Zudem kann die neue Sonderausstellung Die gelenkte Freizeit DDR-Lebenswelten in der Ära Honecker besichtigt werden. Vom Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V. erstellt, zeichnet diese anhand von Fotos und Dokumenten, auch aus Polizei- und Stasi-Akten, ein differenziertes Bild vom durchherrschten Freizeitleben in den 1970er und 1980er Jahren. Der Eintritt ist frei. Rau, ruppig und politisch unbequem. Die Berliner Kunst besaß schon zur Kaiserzeit Sprengkraft. Von Wilhelm II. Mit dem Verdikt der Rinnsteinkunst belegt, widmeten sich Künstler der Berliner Sezession um 1900 erstmals dezidiert sozialen Themen. Sie begründeten eine spezifisch berlinische Tradition des sozialkritischen Realismus, die in der Kunst der Weimarer Republik ihre konsequente Fortsetzung fand. Eine Ausstellung richtet den Blick auf diese besondere Form des künstlerischen Realismus und spannt dabei einen zeitlichen Bogen von den 1890er bis zu den 1930er Jahren. Die prekären Lebens- und Wohnverhältnisse der durch die Industrialisierung stark angewachsenen Arbeiterschaft sind zentrale Themen bei Hans Baluschek, Käthe Kollwitz und Heinrich Zille. Ihre Werke zeigen Armut, Hunger und soziales Elend in einer äußerlich glanzvollen Zeit. Ein drastischer Einschnitt ist der Erste Weltkrieg und die darauf folgende Revolution. Die zweite Generation der Berliner Realisten, darunter Otto Dix, George Cross und Otto Nagel, ergreift nicht Partei für den kleinen Mann, sondern kritisiert mit zunehmend politischer Stoßrichtung die gesellschaftlichen Missstände der Weimarer Republik. Neue Techniken wie Collage und Fotomontage werden angewendet, um in Text und Bild vor politischen Entwicklungen zu warnen. Unabhängig von den verschiedenen Stilen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zieht sich die Sozialkritik wie ein roter Faden durch die Berliner Kunst. Krieg, Revolution, Kapitalismuskritik, soziale Ungleichheit und Prostitution sind wiederkehrende Motive. Die Ausstellung in Berlin integriert auch fotografische Positionen und zeigt, wie es ab den 1926 aufkommenden Arbeiterfotografie gelingt, die Lebensumstände der unteren Gesellschaftsschichten aus einer selbstgewählten Perspektive zu dokumentieren. Die Solidarität der Künstler zeigt sich ganz konkret an Werken, die für die internationale Arbeiterhilfe entstanden. Als Beispiele des proletarischen Films werden Mutter Krausens Fahrt ins Glück und Coole Wampe oder Wem gehört die Welt zu sehen sein. Die Schau versammelt fast 200 Gemälde, Grafiken und Fotografien, darunter zahlreiche nationale und internationale Leihgaben von bedeutenden Institutionen, Museen und privaten Sammlungen wie der Steinhardt Collection New York. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß im weiteren Programm. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.